Ja, die rappen oder so. Schauen wir mal. Warte. Voll VIPs. Überraschungsgäste. Ja. Warte, ich komme. Es hackt sich aber mit der Musik im Hintergrund. Warte, hier kommt einer. Hier kommt einer. Ich höre nichts. Doch, die tanzen. Aber man hört nichts. Ich dachte, die rappen auch. Ja, weil, warte mal, weil diese scheiß Mucke, Sam Fischer Kackmucke hier da ist. Ja, aber da, ich war jetzt eben ziemlich nah dran, also man müsste es ja jetzt schon hören. Wollen wir erledigen? Hm. Ich höre rappen. Echt, warte, ich komme. Ich höre nicht, ja los, kill mal so. Warte! Oh, oh, ich hab entdeckt. Der Tango ist hin. Einer lebt noch. Oh, voll die Veranstaltung gesprengt. Ja, verbreiten irgendwelche Botschaften. Es braucht nur ein paar Kugeln, um die Botschaft zu ändern, meint er. Hat deiner gerade gesagt, oder was? No. Jo, krass. Ich höre das voll nicht, ich höre das voll alles nicht. Da habe ich hier irgendwelchen Sound leise gestellt. Nee, diese scheiß Sam Fischer Mucke ist an. Sag's doch. Nervt übelst. Wieso ist denn die an, ey? Weil wir gerade mit fucking Sam Fischer gequatscht haben. Ja, die hört auch nicht mehr auf, oder? Aber das ist ja assi. Ich hätte gern mal gehört, was die rappen. Also man hätte wahrscheinlich eh kein Wort verstanden, aber. Sorry, kein Bock auf deine Sorry. Geht zur Parkuhr, kostet eine Parkuhr. Ja. Voll der okay, Gangster, der Heli ist oben auf dem Dach, gell? Jo. Wo wollen wir lang? Ich folge dir einfach. Da weiß hockt halt einer. Warte, ich geh rein. Den. Ich mach ihn ich geh rein, wir brauchen den nicht killen, wenn du machen willst. Jo. Fuck. Tötung beobachtet. Der da draußen, der eine Typ. Ich kill ihn schnell. Hier sind noch mehr, Alter. Das ist nicht der Einzige. Der ist dann immer, komm ins Haus. Der ist im Haus drin. Nee, ist noch nicht. Der komm ins Haus, nee, hoch der, zum Heli doch, jetzt. Der Punkt ist in dem Backsteinhaus drin, deswegen konnte ich nicht abknallen. Ah, jetzt kommt er raus. Na, wie soll er den dann gesehen haben, Alter? Da kommt hier gleich wie soll hoch. Das gehen? Ja, da war irgendwie ein Loch in der Tür oder so. Jetzt hab ich ihn. Ist immer noch gejagt, das ja. War der nicht, Alter. Nee, das war auch nicht. Lass doch. Deswegen hättest du ihn einfach laufen lassen. Jo. Zwei Mann. Okay, ich komme. Ziel eliminiert. Er war auf dem Dach da drüben. Schieß auf unseren Helikopter. Okay, wir können rein und abhauen. Steig ein. Bin drin. Ich auch. Jetzt werden sie uns noch schön einseifen. Boah, voll Vietnam, Alter. Und weg sind wir. Jo. Schade, dass wir keinen Napalm. Mach das Licht aus. Klack. Napalm, ja. Ja. Okay, jetzt fliege ich hier runter. Und immer wenn so eine Raketenwarnung kommt, musst du es mir sagen, weil ich höre es wirklich nicht. Okay, ja gut, wisst Bescheid. Ist auch scheiße, dass ich nicht die Sprüche höre, die deiner sagt, Alter. Dann flieg ich hier hoch. Wichtige Aufklärungsdaten. Okay. Oh, hier Heli. Oh, Flugzeug hinter uns. Jetzt kann ich. Fallschirmabsprung. Kann ich machen. Wie? Weiß ich nicht. Enter. Steht da, ja? Ja. Ich glaube, ich kann... Nee, aber du musst doch vom Seitensitz abspringen können. Ich versuch's mal. Ich drück mal jetzt. Nee, Enter. Dann bin ich am Arsch. Na, drück mal Enter, mal kurz. Ich halte mal lang gedrückt. Ah ja, wenn ich lang gedrückt halte, geht's. Ja, sagst du. Oh shit, das war die falsche Taste. Los, hier drüben raus, okay? Jo. Ich bin ja abgesprungen, gell? Na, ich laufe die 500 Meter. Okay, ich komme hoch. Wenn du nach unten drückst, schwebst du so. Ja, noch, dann, genau, dann verlängerst du die Flug, den Flug. Gibt es bei der deutschen Bundeswehr eigentlich auch noch Fallschirmjäger? Klar.
Klar gibt's es noch. Im Zweiten Weltkrieg haben sie ja dann abgeschafft. Also sie haben da nur noch am Boden gekämpft. Ja, weil sie nicht mehr angegriffen, sondern noch verteidigt haben, da brauchten sie auch. Na, auch so, weil es irgendwie zu verlustreich war, aber es war eigentlich übelst erfolgreich, die Scheiße. Oh. Was sagt die Aufklärung? Ziel Nummer 2 da. Drittes Ziel. Macht 5 Tangos. Okay, also ich hab nicht alle, gell? Ja. Das war eine extrem. Okay, das ist eine Tankstelle, Alter. Ah, okay. Oh, es sind viele, okay. Alter. Ja. 3, 6, 8. Da ist ein Knast. Oh, ich hab übelst Drohnenreichweite und Scannerreichweite jetzt. Jo. Ich gar nicht. Nee, das, du bist mehr mit Fernglas. Fernglas ist halt geil, wenn du, wenn keine. Du so Stördrohnen hast, weißt na, du? Na, Störsender. Hier kommen wir aber nicht hoch, sehe ich gerade. Doch, hier kommen wir auch irgendwo hoch. Muss gehen. Da hinten war schon. Ja? Hm. Ach, hier vielleicht, oder? Hier geht's hoch. Ah, da muss ich ganz schön hochwurscheln. Genau, wo ich liege, am Fuß. Hier, komm her. Hier geht's auch hoch. Ah, ja, okay. Hier geht's auch hoch. Zumindest auf den einen Stein. Oh, fuck. Mich kleiner scannen wollen. Ja, ich liege hier auch voll ungünstig. Okay. Pass auf, wir machen gleich ein Ablenkungsmanöver, gell? Hm, ich habe auch Ablenkungsköder. Ich habe auch Ablenkungsköder. Pass mal auf. 3 von der Fangstelle. Auf, ich mache jetzt mal einen Angriff. Oh, da drüben ist ja noch ein Gebäude. Ja. Hier sind noch Rebellen eingesperrt. Ja, ja. Hat die Aufklärung da draußen Sicarius gefunden? Oh, hier im Haus geht's auch noch übelst ab. Okay. Warte, ich suche mal gerade eine Ecke für einen. Hier kommt einer rum jetzt. Hier kommt jetzt einer rum. Nein, kommt keiner rum. Ja, okay, ja, gut, er ist stehen geblieben. Ich mach mal einen Angriff von der anderen Seite. Ja. Ja? Und schieß mal einen Mörser über den ihrem Dings hier ab, okay? Okay. Warte. Über ihrem Lautsprecher. Ja, ja. Aber da wischst du da auch welche anderen noch. Warte, ich mache jetzt einen Ablenkungsangriff erstmal. Da. Deine Ablenkung hat begonnen. Jetzt pass auf. Hier. Und jetzt warten wir einfach. Und dann greifen wir von rechts an, okay? Von okay. Rechts? Oh fuck, der Mörser. Ja, ja, das täuscht, das täuscht. Alarm deaktiviert. Der Angriff. Der Tango ist drin. Das Haus da hinten ist noch ziemlich besetzt. Hast du den einen erwischt? Ja. Ja, da drüben, die sehen uns übelst. Geht gleich hoch. Okay. Hast du? Ja. Sehr geil. Lass uns die Kunden hier befreien. Ja, genau. Gut gemacht, Alter. Jo, hat gehauen. Oh, er ist ja übelst der Pimp, Alter. Jo. Krass. Aber guck, voll von anderer Seite abgelenkt. Und ja, von anderen Seite rein. Die waren noch übelst so kurz geschockt, gell, haben so rumgewackelt. Na. Dazu ist noch einer zu befreien. Also waren nur kurz behandlungsunfähig. Handlungsunfähig. Gracias por esto. Voll die Kunden, Alter. Das ist unser Rückhalt, Alter. Ich hoffe mal, die... Scheiße, dass die sich nicht richtig aufwerten, wenn du Sachen einsammelst für die. Weißt du, dass die mal Helme kriegen oder so. Ich muss den scheiß Truck mal hier wegfahren. Die rennen voll die ganze Zeit rum wie die letzten Clowns. Okay, ich fahre. Warte, ich untersuche mal die Karte. Was soll ich denn holen? Nee, warte. Oh fuck. Aber ich habe Pericos Ex-Bodyguard gefunden. Arturo Pericos Ex-Bodyguard. Arbeitet jetzt für das Kartell in Pilka in Anamia. Hast du das jetzt ausgesucht oder was? Nee, das hat er automatisch sofort ausgewählt.
Achso, na dann gucken wir mal. Das ist auch wieder Leibwächter von dem DJ. Boah, hier hast du alles gesprengt, Alter. Was hast du gemacht? Nee, das ist die Tankstelle, die geht gerade in die Luft. Wieso? Ja, weil ich mit dem Truck aus Versehen reingefahren bin. Hier, warte. Jetzt kannst du mit rechter Maustaste auf das Ding. Die Typen kennen gar nichts, Alter. Die Story anhören. Ja. Von Leibwächter. Die rennen alle in der Mitte von der Tankstelle rum, die gerade hochgegangen ist. Voll die Idioten. Okay, warte, ich mach mal Einsätze. Wie hast du... Oh ja! Schreien übelst, Alter, ja. Hier geht alles hoch. Wie hast du dir die Story angehört? Nicht bei Dingsakten, oder? Er ist aus dem Auto gekullert. Und nicht! Oh, du Horst, Alter. Fuck. Wieso hat er bei mir kein Zeichen drüber? So ein Kasper. Na, das ist doch klar, wenn der da rausrollt, Alter. Scheiße. America. Ey, echt, Alter. Yeah. Aber wir haben hier schon alle Missionen, die wir hier kriegen können. Ja, wahrscheinlich ist er deswegen auch nicht markiert worden. Ja. Sein Leben war nichts mehr wert. Echt, Alter, schalt mal bitte wieder dein Hirn ein, Junge. Das ist ja echt hilfreich. Ja, sagt der, der mit dem Laster in die Tankstelle fährt. Na, ja, der war da festgeparkt, so konnte ich die Ressourcen nicht nehmen. Und als ich ihn ausgepackt habe, habe ich die Zapfsäule dran. Das passiert mal. Muss ich auch erzählen. Aber ich renne doch nicht hinter dem hinterher, weil es so sinnlos ist. Da hätte ich doch die Karre in die Luft. Ich dachte, du wolltest ihn einfach killen, weil er es entdeckt hat. Naja, aber Alter, ich habe Granatwerfer dran, wisse. Da renne ich dem nicht hinterher hier. Ja, na gut. Das ist ein Argument. Das ist sinnfrei, gell? Das Argument. Na toll, der Hubschrauber ist natürlich im Arsch, Alter. Wie denn das? Mörserschlag. Ah ja. Voll die Profis. Na, hier läuft nicht alles nach Plan. Ah, da ist ein Jeep. Mit Chain Gun. Okay, also machen wir mal Story-Einsatz, den Typen. Ja, wollte ich sagen. Na, die P90 hätten wir auch nochmal probieren können, aber da müssen wir eh fliegen, gell? Ja, müssen wir machen. Also wenn wir die holen wollen, kommen wir. Ja, die ist schon cool, ey. Ich finde die schon gut. Warum kann ich nicht ans Gewehr? Warte mal. Hä? Eben ging's doch noch Schütze. Jetzt. Kriegsschütze. Ey, jetzt habe ich so eine krasse Doku gesehen, gell? Ja. Die heißt Under Fire. Hm? Okay. Das ist so von so hier 101. Airborne, gell? Boah. In Afghanistan, gell? Ja. Aber das alles von der Helmkamera gefilmt. Wisst ihr? Ja. Weil die haben das jetzt wahrscheinlich heutzutage immer dran, so eine Helmkamera. Und da siehst du das alles aus denen ihrer Sicht. Ey, das ist schon hart, wenn die da übelst Feuergefechte haben und so. Werden die übelst aus den Bergketten beschossen, immer mit irgendwelchen AKs und so, wisst ihr? Die schießen ja meistens auch nur blind in die Richtung, weil die Schuss kommen. Ja, genau. Siehst du auch immer, wenn sie dann hier anlegen. Oder die haben so Lager, gell? Sind die in so ihrem Militärlager? Und das sind überall wie so Gänge hier, wo du immer mal kurz ins Freie musst, gell? Mhm. Und dann kommst du wieder in so einen geschützten Bereich, so einen Gang halt, gell? Und die rennen da echt immer nur über die freien Flächen, die Amis, gell? Und von oben wird die ganze Zeit drauf geschossen, Alter. Na, vor allem treffen nicht die Bauern, Alter. Ja, ne? Da schlagen überall immer nur die Schuss ein und die rennen da durch und lachen aber voll und finden das übelst lustig, gell? Na, voll krass. Der wahrscheinlich schon ein Caller hier. Ja. Naja, wirklich. Das ist wirklich krass, jo. Fuck, ey, hier lang zu fahren ist halt ziemlich, auch ziemlich behindert, ey. Ah, da siehst du mal, wie krass das da unten eigentlich abgeht, Alter. Das ist wirklich der Hammer. Ja, das wollten sie ja. Eigentlich müsste es bei Namis heißen, wollt ihr den totalen Krieg. Ja, die machen auch so, ja. Ja. Ah, die machen auch so ganz komische Missionen. Da wollen sie irgendwie bei der raus. Doku, gell? Jo. So eine Mädchenschule bauen, gell? Ja. Erstmal Taliban. Finden das gar nicht gut, dass Mädchen in die Schule gehen. Hm. Dann ist das in irgendeinem so Tal, wo es übelst gefährlich ist, wo es schon eh übelst viele von den Taliban sind. Da frag ich auch, wieso machen die denn sowas? Das ist doch voll. Keine Ahnung. Ja, das ist völliger Schwachsinn, gell? Ja. So, das kann nur nach hinten losgehen, Alter. Na, bis die Scheiße nicht befriedet ist, brauchst du auch keine Schule bauen, Alter. Ja. Voll sinnfrei. Eben. Und die wollen sich das Gelände da angucken, wo sie die Schule bauen wollen, stehen in dieser Ruine drin und dann geht's auch los, Alter. Wenn sie übelst von den Berg hängen beschossen. Ballern ihre ganze Munition leer, müssen dann zurückrennen durchs übers freie Feld, voll durchs Feindfeuer, gell?
8 Mann, wird auch keiner irgendwie abgeknallt. Durch Glück. Ah, voll die krasse Scheiße. Ich hab noch einen Tango. Da ist ein Sniper. Ach, da waren wir doch vorhin schon. Ach ja, ist ja schon wieder das. Warte mal! Ja. Warte. Was sollen wir denn machen? Verhören. 10 Nummer 5. Der Sniper da oben ist jetzt rausgekommen. Warte, ich scanne das mal jetzt alles ab hier. Das könnte uns vielleicht sogar sehen. Nee, der sieht's nicht. Na, der ist hinter diesem Blech. Was sagt die Aufklärung? Ah, ich will nicht versuchen abzuknallen, das ist zu krass. Nee, ich mach schon. Ah, vielleicht kann man durch das Blech durchschießen. Ah, mach du es, genau. Jo. Abschuss bestätigt. Sau. Ja, da drüben ist noch einer, links von uns. Verdächtig? Er hat einen Schrei gehört. Vielleicht kann man den so verhören, ne? Ja. Boah, kommt man hier hoch, Alter? Geh mal hier rein und geh mal... Oh. Voll im Scheinwerferlicht. Geh mal hier rein und geh mal hoch. Ja. Gehst du in den Turm, ja? Gut, dann geh ich hier lang. Ist das jetzt das P90-Ding? Ne, jetzt ist das mit dem Bodyguard, genau. So, aus ist der Scheinwerfer. Doch, hier ist das mit der P90. Nein, das ist hier nicht. Ich hol mal den Ding. Scheiße, wir sind in einem ganz anderen Gebiet. Jo. No, no. Oh, ich bin so ein Horst, Alter. Das war's. Bleib cool. Oh, ich verkrümel mich. Da muss man seinen Kopf hochnehmen. Doch, ihn nur nicht abhauen lassen. Ein Drecksack weniger. Was ist denn mit dem A? Willst du den auch verhören? Ne, den müssen wir killen, gell? A. Wer ist A? Na, wo das A drum ist. Oh, shit. Nein, das ist der Hauptmann und der hat gerade einen Alarm aktiviert. Weil die 61 müssen wir ja verhören, also den gelben. Okay, man kann also abknallen, das wollte ich eigentlich nur wissen. Das ist ja auch ein Hauptmann, Alter, ja. Ja, ja, na, ich dachte jetzt, ob wir den verhören müssen oder irgendwas. Warte, da hinten. Oh, fuck. Jetzt geht's ab. Oh, shit. Hast du den Hubschrauber? Jo. Ja, ich hab mal abgeknallt. Mit dem Sniper oder was? Nein, mit dem Granatwerfer. Ah, fett. Okay, wir werden jetzt wahrscheinlich ziemlich Ärger kriegen. Der Typ aber ist doch im Haus. Ich hab's ja, Haus aber umgestellt. Okay. Alleine. Warte, vor dir kommt einer. Okay, hab ihn. Hab ich. Da hinter dir ist auch einer, hinten links. Okay, der nur nicht stehen. Geht ins Haus. Jo. Nimm Knarre. Der Alarm scheint gar nichts zu bewirken. Hab ich. Keine Sau. Gut, dann verhör den Typen jetzt oben. Pass auf, dass... Alarm hat aufgehört. Voll ohne jeden Effekt. Pass auf, wenn Typen kommen. Jo, ich glaube, da kommt keiner mehr. Nicht, dass der in den fucking Helikopter flüchtet. Jo, dass dem das nicht in den Sinn kommt. Schönes Ding. Halt, halt, deténgase. Arturo Ruiz, DJ Pericos ehemaliger Leibwächter. Perico, verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihr Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Ihren Hund getötet? So ein Schwein. Warum? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch halb... Mach mal das Magazin raus. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Ich brauch den echten Namen und ein Foto. Ist ja nicht gerade der Hellste. Nee. Perico heißt Marco. Oh, was für ein Name. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt ihn. Ich hasse ihn trotzdem umgehauen. Ja, echt. Voll danke, Junge. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber... So viel Aufwand, ja. Und alles, was wir haben, ist der 0815-Name wie Marco Garcia. Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und... Ah, Fertigkeitspunkte. Ich mach mal... Boah, 34 Fertigkeiten. Wie viel hab ich denn? 7? Fett. Munitionskapazität braucht man auch voll nicht, gell? Ja, den Sicario einschüchtern, das machen wir jetzt.
Was ja, warte, ich mach mal kurz. Munitionskapazität erhöhen braucht man voll nicht. Brauchst du nicht. Ich mach aber mal, jetzt mal mich aufscalen. Mach du das auch mal. Wir haben nämlich einige Skillpunkte. Nee, ich nicht mehr. Ich hab schon so ziemlich alles investiert. Ach so. In bessere Scannerreichweite. Fernglas habe ich leider schon voll aufgewertet. Signalpistole, was soll denn das bringen? Um Gegner anzulocken oder abzulenken? Ach so. Ich komme rein in den Hubschrauber, warte, ich komme. Ja, warte. Ach, hier waren wir jetzt schon zum dritten Mal. Ich kann bei der Drohne die Sprengladung aktivieren. Ah, kannst die Drohne sprengen, ja. Mhm. Cool. Das ist cool. Wenn du irgendwelche Typen ausschalten musst, kannst du da perfekt. Ja, aber dann gibt es halt Lärm, gell? Ja. Ja, das geht dann halt die Action los. Ja, ja, man kann ja am Ende auch mal so Schießerei machen. Das wie das geht. Signal, Ping, Befehlsrad, auf und ab bewegen. Ah, Explosion. Hier, pass auf, guck mal auf den Turm hier. Siehst du den? Ja. Wo meine Drohne drin ist. Ich sehe auch deine Drohne. Ah, boah, kannst du gut im Bereich leer machen. Aber jetzt habe ich übelst Cooldown der Drohne. Echt jetzt, ja? Ja. Wie lange? Immer noch. Ah, dafür ist das also da. Ja. Jetzt hat er gerade mal ein Drittel weg. Ah, cool, okay. Ja, da macht's wirklich Sinn. Desto mehr die aufgerüstet ist, gell, desto mehr hast du Cooldown. Deswegen, da lasse ich meine so, wie sie ist. Ja, du kannst die auch mit EMP ausrüsten, dass die nahegelegene Sachen deaktiviert und so. Kannst du alles noch zusätzlich machen, gell? Oder musst du dich für eins entscheiden? Für Sprengung oder EMP oder so? Ja. Ja? Kannst du nur EMP oder Sprengung nehmen? Oder ja, du musst eine jeweilige Drohne dann auswählen. Ah, okay. Kannst du die Drohne ausrüsten mit EMP, Sprengladung und Stör... ja, okay. Störsender und so ein Zeug. Na cool, da macht es ja doch Sinn, wenn beide die Drohne aufgerüstet haben. Bisschen, ja. Also jetzt hier den Sicario einschüchtern, nicht erschießen, ja. Gell? Und wir dürfen bitte auch nicht wieder verjagen. Oh, warte, ich verstecke mich mal hinterm Stone. Ja, genau, es ist einfach schief gegangen. Das total schief gegangen. Oh, da ist ein Gepanzerter. Ich zähle 5. Was sagt die Aufklärung? Jeder Scheiße hat hier einen Hubschrauber, also hier steht schon wieder einer. Okay, das Gebiet ist komplett aufgeklärt, Alter. Mehr Gegner sind es einfach nicht. Ja. Warte mal. Warte mal, wo ist denn das Auto? Genau, ich krieg mal zum Auto, um ihm Weg abzuschneiden, falls er abhauen will. Also ich geh mal zum Auto, gell? Boah, der ist voll umringt von seinen ganzen Homies, Alter. Aber er wird eh zum Auto rennen und das werde ich einfach abdecken. Ja, du könntest ja auch die zwei Typen am Auto killen. Hm? Und ich kill die anderen Typen. Okay, ne? Aber dann wird der Typ auf jeden Fall abhauen. Ah, jetzt ist das Auto weg. Ich kann auch das Auto sprengen. Dann, du bist am Hubschrauber und beschützt den, weißt du wie? Ich spreng mal das Auto, okay? Ja, aber dann sind die Typen doch alarmiert. Ja, wir schießen dann los, bevor... Ich werf erst mal das C4 nur. Hm? Oh, fuck, der kommt her. Kann sein, dass gleich losgeht. Nee, warte, ich komm weg, oder? Ja, ich komm weg. Ich könnte den killen. Nee, da kommt der Nächste rum. Kill die ruhig beide, sag, wenn's losgeht. Warte. Jetzt. Oh, nee, jetzt geht's nicht mehr. Ja, ich kill ihn jetzt erstmal. Okay, den Typen hab ich. Der Typ kommt zu dir, kannst du den verhören? Guck mal. Ja. Schleich dich an. Ja, aber da sind noch welche dazwischen, die mich sehen könnten. Du gehst außen rum. Kill die jetzt. Kill du die. Ich hol den. Sag wenn. 3, 2, 1. Nee, mach nicht. Hab mich nicht entdeckt. Okay, ich hab ihn.
Wenn du aufwachst, erzähl deinen Freunden, wo das Blut herkommt, wie du nach Mama geschrien hast. Und erzähl ihnen, dass sie als nächstes dran sind. Verstanden? Dragisi! Ich verstehe! Drecksack, hätte ihm eine Kugel verpassen sollen. Warte, jetzt kommt bei dir gleich einer hoch, den musst du erledigen, jetzt weiß jeder, ja? Was er für eine Pussy ist. Die Rebellen machen ihm die Hölle heiß. Ich hab ihn. Ich kill die Typen hier unten jetzt. Ja. Granate, friss das, Motherfucker. Ziel eliminiert. Boah, geil. Sehe ich einen Kumpel hinten abgeknallt und die beiden gesprengt. Jo. Schön am Feuer. Ah, jeder hat schon in die Schulter getroffen. Er hat voll einen Treffer in der Lippe, Alter. In der Lippe und in der Brust. Ja, liegt bei mir wieder andersrum. Ey, das ist auch ein bisschen nicht so gut synchronisiert alles. Ja. Aber die hat sie gesprengt. Ja, die sehe ich auch. Bratwurst. Oh, cool, das ist erwischt. Hier können wir mal eine Tür einlatschen. Dass hier keine Brandgranaten gibt, das wäre auch übelst cool. So Phosphorgranaten. Das ist ein Munitionspaket, Alter. Ein unmarkiertes. Ah, das haben wir schon geholt. Nee, das geht doch gar nicht, oder? Doch, das haben wir alles schon geholt. Okay. Was haben wir jetzt für den Nebeneinsatz gekriegt? Wir haben Verbesserung von Unterstützung. Ah ja, genau, das war das. Wo ist dann zum Hubschrauber? Ich hätte halt gern noch die P90 mal probiert. Wisst ihr, ob wir die noch kriegen? Na, die können wir gerne holen. Soll ich die holen? Ja, aber das ist ganz schön weit, gell? Naja, schon was. Alter,